Lange kenne ich den Detlef Glanert. Ich habe allerdings seine Musik meistens nur im Konzertsaal erlebt. Das ist das erste Mal, wo wir eine Oper zusammen machen. Detlef Glanert ist ein Meister, was Orchesterklänge betrifft. Er weiß genau, was ein Instrument kann. Vom ersten Ton ist man tatsächlich gepackt von dieser Musik. Es hat einen, für mich, für das Orchester, für den Chor, also jetzt über diese Einstudierung, enorme emotionale Wirkung. Man merkt schon an den Titel Ozeane, das hat was mit dem Meer zu tun. Und das Meer befindet sich hauptsächlich im Orchester. Diese Klänge, diese Stimmungen, wie der Detlef mit dem Orchester umgeht. Das Meer ist immer präsent, das spürt man. Erstens natürlich auch in der Geschichte, aber insofern ist der Detlef auch ein impressionistischer Komponist. Also in seiner Musik, man hört Debussy, man hört Benjamin Britten, man hört Janáček, man hört Stravinsky und trotzdem, das ist seine eigene Welt. Viele, die jetzt diese Uraufführung erleben, werden ganz überrascht sein, wie virtuos Detlef mit verschiedenen Stilen umgeht. Also es gibt manchmal wirklich sehr, sehr dissonante, sehr moderne wirkende Sachen. Und dann auf einmal sind wir in einem Pub. Da ist auf einmal eine Volksmusik, da ist ein Village Band. Also der ist eigentlich in jedem Stil zu Hause und dennoch, das ist seine eigene Sprache. Das ist große Oper. Große Oper im Sinne von herrliche Melodien, herrliche Stimmen, herrliche Szenen, aber auch Stimmungen. Das ist großes Musiktheater.